So, dann hallo und herzlich willkommen. Ich würde euch was über die Proteste in Hongkong aktuell erzählen und vor allem, was sie mit uns zu tun haben. Sekunde, so. Und danke nochmal für die digitale Gesellschaft, die hier quasi so fleißig im Monatsrhythmus diese coolen Aktionen hier an den Start bringt. Gut, also ich bin Rainer Rehak und ich spreche über die Proteste in Hongkong. Es wird darum gehen, ich werde kurz ein paar Worte zu mir sagen, warum ich glaube, darüber sprechen zu können oder warum andere dachten, dass ich darüber sprechen könnte oder sollte. Dann werde ich ein bisschen was zu der Vorgeschichte der Proteste sagen. Dann etwas, was ich mit Kulturkampf und zwar, was meiner Meinung nach auf einer abstrakteren Ebene eigentlich Gegenstand dieser Proteste ist und warum es uns berührt, drüber sprechen und dann noch einige visuelle Impressionen geben, die man sonst nicht so, meiner Meinung nach, nicht so schnell im Netz findet. Also es gibt ja so ein paar Bilder, wo man sofort, wenn man so die entsprechenden Suchworte in der Suchmaschine des Vertrauens eingibt, findet, und ich habe einfach ein paar schönere Sachen oder ein paar Sachen rausgesucht, die so ein bisschen eher in die ästhetische Richtung und so weiter gehen, was ich ganz interessant fand. Okay, also zu mir. Ich habe 2005, 2006 in Hongkong studiert, an der Chinese University of Hong Kong, Zhongmandaihao in Kantonesisch. Und bin dann seitdem eigentlich jedes Jahr aus persönlichen Gründen da mal länger und mal kürzer wieder hingefahren und habe da nochmal 2013 da ein halbes Jahr verbracht und habe da gewohnt und bin auch dann nochmal ein bisschen, also man könnte sagen, so ein bisschen so meine zweite Heimat. Und deswegen habe ich an der Stelle eben auch Verbindungen zu Leuten, die da wohnen, die da jetzt in den Protesten hängen, die da Positionen beziehen, aber ich kenne auch Leute, die dem Ganzen sozusagen negativ gegenüberstehen. Und deswegen kann ich da sozusagen ein bisschen mehr drüber sagen, als man jetzt irgendwie bei BBC lesen kann, trotzdem die da sehr gut recherchieren und sehr gut drüber berichten. Also das nur zu mir. Also die Vorgeschichte der Proteste. Also man muss für dieses ganze Problem verstehen, was für eine Konstruktion Hongkong da eigentlich ist. Hongkong wurde im 19. Jahrhundert sozusagen von den Briten mit Waffengewalt den Chinesen abgerungen als freier Hafen und war dann quasi so für 99 Jahre sozusagen deren Land. Und dann gab es, das sollte dann 1997 enden, und dann gab es 94 die Sino-British Joint Declaration, also das heißt, unter welchen Bedingungen Hongkong quasi zurück an China geht. Und im Zuge dessen wurde dann 1990 das sogenannte Basic Law kreiert. Man kann sagen, das ist so ein bisschen die Verfassung von Hongkong, aber weil ja seit 97 Hongkong Teil von China ist, ist das quasi ein chinesisches Gesetz, was sagt, Hongkong hat die und die eigenen Rechte. Ne, das ist sozusagen, es ist in dem Sinne eben keine Verfassung, aber es wirkt so oder soll so wirken. Das Ganze läuft unter der Ägide One Country, Two Systems, weil eben gemäß diesem Basic Law Hongkong quasi sein eigenes Mediensystem, das eigene Rechtssystem, Polizeistrukturen und so weiter, all diese Sachen behalten konnte. Trotzdem es jetzt völkerrechtlich Teil von China ist. Es gab wir erinnern uns sicherlich an das Tiananmen-Massaker 89 am 4.6. Und Hongkong als sozusagen freier Teil, ab da gab es da jedes Jahr zu dieser Zeit Proteste. Und das ist sozusagen, also die Hongkonger Protestkultur, die hat nicht erst jetzt angefangen, sondern das ist schon eine ganze Weile so. Es ist jetzt vielleicht nicht so, ich sag jetzt mal, beherzt, wie hier in Berliner 1. Mai zu der Zeit irgendwie abgelaufen ist. Aber dennoch ist Protestkultur auch den Hongkongerinnen und Hongkongern nicht fremd. Das Ganze ist ein bisschen aufgeflammt 2011, als so Diskussionen gingen, dass China, also das Mainland China in China, in Hongkong, so eine Art Heimatkunde einführen sollte, wo die Leute quasi so ein bisschen politisch auf Linie gebracht werden, sozusagen die Liebe zur Heimat und zur Kultur von China sozusagen so ein bisschen, und da gab es dann einen riesen Aufschrei deswegen, weil allen klar war, warum das so der Fall ist. Zum Beispiel Joshua Wong, der jetzt auch neulich so einer der bekannteren Leute in den Protesten jetzt,
Der meinte neulich, als er an der HU gesprochen hat, hier an der Humboldt-Uni in Berlin, der meinte, dass gerade diese Sache mit dem Heimatkundenunterricht, das hat ihn eigentlich politisiert erst. Und dann meinte er so irgendwie, Dankeschön, dass das stattgefunden hat, sonst wäre er jetzt nicht da. Okay, dann gab es 2014 die sogenannte Umbrella Revolution. Da ging es darum, dass in diesem Basic Law, was ich schon angesprochen habe, definiert war, dass irgendwann universelles, also allgemeines, sagen wir in Deutschland, das allgemeine Wahlrecht stattfinden soll. Aktuell ist es so, dass die Hälfte des Hongkonger Parlaments so durch so Bezirke gewählt wird, da kann man sozusagen die eigenen Abgeordneten wählen, und die andere Hälfte wird so durch Berufsgruppen gewählt. Da haben dann irgendwie die Zahnärzte und die Lehrerinnen und so weiter, die haben so bestimmte Gruppen, und die Kritik daran ist, dass Berufsgruppen traditionell in Hongkong eher pro-Beijing und auch eher wirtschaftlich orientiert sind, weil es sind halt Berufsverbände natürlich. Und laut Basic Law sollte irgendwann allgemeines Wahlrecht kommen, und es wurde immer wieder herausgeschoben, bis dann 2014 ein paar Leuten das einfach gereicht hat, und dann auch so Occupy Central, das ging so ein bisschen durch die Welt, glaube ich, um sich so ein bisschen an diesen an die Occupy-Bewegung global anzudocken, und da ging es eben um dieses Wahlrecht. Das heißt, es gab schon diverse Situationen, wo da auch mal, also ich war auch bei den Sachen dabei, da waren dann auch schon ein paar Millionen auf der Straße. Das, manchmal tröpfelt das hier in die Medien, aber auf alle Fälle in Hongkong waren es Riesendinger, weil da auch tatsächlich dann auch studentische Führerinnen und Führer dann auch im Knast gelandet sind und so weiter. Das hatte sehr heftige Konsequenzen. So, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Jetzt kommen wir zu dem konkreten Fall, worum es bei den Protesten geht. Anfang 2018 hat ein Hongkonger, der ist mit seiner Freundin nach Taiwan geflogen, sie war schwanger, und er hat sie da ermordet und ist dann zurück nach Hongkong geflogen. Jetzt ist es so, dass Taiwan nicht ermitteln konnte, weil Hongkong ja nicht Taiwan ist, und Hongkong konnte nichts tun, weil das Ganze nicht in Hongkong passiert ist. Das heißt also, diese Tat konnte nicht weiter verfolgt werden. Es gab einfach keine Möglichkeit, weil es im Basic Law nichts Dementsprechendes irgendwie vorgesehen war. Das heißt, im Februar dieses Jahres, also jetzt 2019, gab es dann einen Gesetzentwurf für ein Auslieferungsabkommen. Man kann so ein bisschen sagen, also gibt es verschiedene Stimmen, die einen sagen, naja, endlich hatte man einen Fall gefunden, ne, also ein Typ, der seine schwangere Freundin umbringt, also wer ist denn da jetzt, ne, das ist schon so emotional ein gutes Argument. Die einen sagen, das war endlich der Grund, wo man so eine Art Auslieferungsabkommen anstoßen konnte, und andere sagen, das war so ein bisschen blind von der Hongkonger Regierung, so, ja, wir wollen das Problem lösen, und ohne zu wissen, was da eigentlich alles dranhängt. Das ist so ein bisschen ist ein bisschen schwierig, das auseinanderzuziehen. Und dieses Auslieferungsabkommen war ein Abkommen mit Taiwan, Macau und China, und es sollte gelten für alle sozusagen kriminellen Taten ab 3 Jahre Knast. Jetzt war natürlich vielen Leuten schon klar, okay, das Rechtssystem in China, also wenn es in China dafür 3 Jahre Knast gibt, das kann sehr schnell sehr viel sein, sowas wie eine irgendwie nationale Souveränität oder die Harmonie gestört und so weiter. Das heißt, Auslieferungsabkommen, in dem Moment hätte China quasi Hongkong anfragen können und sagen können, gemäß unseren Gesetzen ist das ein Straftäter, wir wollen, dass sie ausgeliefert wird, und Hongkong hätte dem sozusagen entsprechen müssen. Und da war allen Leuten klar, das wird natürlich den Separatisten und den Demokratiebewegung und so weiter, das wären natürlich die ersten Ziele. So war die Kritik. Es gab eine Menge Diskussionen drumherum, das wurde dann auch auf 7 Jahre erhöht, sozusagen die Strafe, die dafür notwendig sein muss, und religiöse und politische Gefangene sollten nicht mit inkludiert sein. Aber die Diskussion, was ein politischer Gefangener ist oder eine Gefangene und was nicht, ist ja selbst wieder Gegenstand von politischen Diskussionen. Deswegen war allen klar, nee, das ist nicht so richtig der Knaller. Die Proteste haben dann angefangen, Fahrt aufgenommen. Die erste Demo gab es am 31. März und am 28. April waren schon Demos mit 100.000 Demonstrierenden. Und das ging dann weiter, so fast im, also so 2 Wochen Rhythmus sind da wirklich jede Menge Leute auf die Straße gegangen, weil alle gemerkt haben, das ist der nächste Schritt nach dieser Heimatkunde und nach dieser Wahlrechtsgeschichten und so weiter, wie quasi China langsam den Griff um Hongkong enger zieht, wohl wissend, dass dieses One Country, Two Systems, was ich vorhin schon angesprochen habe, von 97 bis 2047 gilt. Und damit es 2047 nicht auf einmal einen krassen Bruch gibt, war zumindest die Interpretation von außen, dass China jetzt langsam versucht, sozusagen die rechtliche Situation anzupassen, dass dann, wenn das tatsächlich dieses One Country, Two Systems aufgelöst wird, dass sozusagen der Aufschlag nicht so hart sein wird. Jetzt mögen die Hongkongerinnen und Hongkonger ihre Freiheit aber und ihre sozusagen Unabhängigkeit.
Weil diese Demos mit mehreren hunderttausend Leuten schon sehr impressive waren, wurde dann am 15. Juni das Gesetz pausiert, also suspended. Und suspended heißt aber, es kann jederzeit wieder aktiviert werden. Das ist so ein bisschen in Deutschland, wenn man so ein, zwei, drei Lesungen hat, so ungefähr funktioniert es da auch. Und man kann nach der zweiten Lesung anhalten. Und wenn aber das nicht gecancelt ist, sondern nur suspended, kann man das sofort wieder aufnehmen. Deswegen war die Furcht von allen Leuten, die sich da engagiert haben, naja, die warten jetzt einfach, bis wir uns alle wieder zu Hause beruhigt haben und dann geht es einfach weiter. Das heißt, die Demos gingen weiter und am 16.06. waren dann 2 Millionen Leute, das ist Angabe der VeranstalterInnen, auf der Straße und es kam tatsächlich auch zu Ausschreitungen. Amnesty International hat ein Statement gemacht über Polizeigewalt und es gab auch diplomatische Einwände von anderen Ländern. Das war so der erste Punkt, wo sozusagen global das jetzt wirklich eine Auswirkung hatte. Das war noch nicht in den Medien so krass, aber das wurde schon auf dem diplomatischen Parkett wahrgenommen. Und das Narrativ dabei war, zumindest von der Hongkonger Regierung, schaut euch das an, das sind Schülerinnen und Schüler und Studis, so wie sonst auch immer, und die sind halt, die müssen halt erzogen werden. Und deswegen kann man auch die harschen Reaktionen der Polizei auch rechtfertigen. Mal so ein bisschen, so ein kleiner Klaps auf den Hinterkopf und ein bisschen an den Ohren ziehen, ne? Das hat ja noch niemandem geschadet, wenn man dabei was lernt. Naja, klar. Und die Reaktion darauf war aber kreativer Protest. Das heißt, es gab dann Demos auch von Juristinnen und Juristen, die dann da im Anzug langgelaufen sind. Oder es gab sozusagen den Marsch der Silberhaarigen. Das waren dann einfach nur alte Menschen. Die Front vorne waren so Leute im Rollstuhl und so. Und oder es gab Familiendemos und so weiter, wo dann einfach dieses Narrativ, das sind die Jugend, der man die Ohren lang zieht, wo das Narrativ eben nicht mehr funktioniert hat. Und gerade Alter hat ja sozusagen in dem Kulturkreis nochmal eine andere Bedeutung. Sozusagen den alten Menschen sagt man nicht, euch müssen wir jetzt irgendwie zur Ordnung rufen. Und da hat die Polizei auch nicht entsprechend reagiert. Aber da war relativ klar, sehr viele Menschen unterstützen das, die nicht in dieses klassische Schema passen. Dann am 1.7. Gab es, das ist sozusagen der Independence Day in Hongkong, gab es eine riesengroße Demo, da war ich dabei und zu der Zeit wurde dann auch das Legislative Council besetzt. Da sind quasi die Protestierenden quasi ins Parlament eingebrochen, weil sie gesagt haben, 1.7., ne, die Demos haben angefangen, was habe ich gesagt, im März, 1.7., also Monate später mit Millionen Menschen auf der Straße, zu der Zeitpunkt gab es auch schon Selbstmorde und so weiter, krasse Polizeigewalt, haben die Leute einfach gesagt, was sollen wir denn noch machen, außer monatelang einen Drittel dieser gesamten Stadt auf die Straße bringen und sind dann eben sozusagen eingebrochen und haben dann da ihre Forderungen verlesen, komme ich gleich noch drauf zurück. Und schlauerweise oder netterweise, sie haben dann natürlich randaliert und irgendwelche Slogans, zum Beispiel irgendwie Freiheit für die Uiguren und so weiter, also die da so in Arbeits- und Gefangenenlagern im Nordwesten von China sitzen, gefangen gehalten werden, also die sozusagen muslimische Minderheit da, die so ein bisschen separatistische Tendenzen zeigt öfters mal. Und sie haben aber zum Beispiel in diesem Parlament da die Kühlschränke geplündert und haben aber Geld dafür hingelegt. Ne? Also so ein bisschen, also so ganz hat das dann eben nicht in das die Gewalttäterinnen Konzept gepasst, dass sie sagen, okay, wir haben Durst und wir wollen hier mal eine Mate mitnehmen, aber hier das entsprechende Geld lassen wir halt liegen. Also sie haben schon, ne, also weiß man jetzt nicht, ob das strategisch so war oder ob das einfach ist halt so, wenn man irgendwo ist und man nimmt sich ein Tränk aus dem Kühlschrank und man weiß nicht, was los ist. Ne, beim Hackerspace eures Vertrauens macht man das ja auch nicht anders. Okay, interessant war an der Stelle, gerade diese LegCo-Besetzung war so ein Schneidepunkt oder so ein Scheidepunkt, weil kulturell ist es schon so, dass ein bisschen mehr, würde ich jetzt sagen, als hierzulande, das ist jetzt so mein subjektiver Eindruck, dass ein Gesetz zu brechen alleine schon dein Anliegen delegitimiert. Das ist ja auch so, aber das ist um einiges krasser in Hongkong oder in China. Und da hat sich dann über diese ganzen Fragen, ob es jetzt notwendig war, da irgendwie ins Parlament einzubrechen und da irgendwie die Mikrofone rauszureißen, darüber haben sich tatsächlich dann die Familien gespalten in den Diskussionen darüber. Also ich habe das so mit meinen Leuten da auch diskutiert und es ist so ein bisschen, die Erzählung hat mich erinnert so an die Anti-AKW-Demos hier in Deutschland, wo sozusagen irgendwie Vater oder Mutter sagt, nee, super, Kernkraft ist doch toll, hat doch keine Emissionen und Tochter oder Sohn sagt, ey, ihr spinnt doch, ihr lebt doch in einer alten Zeit und irgendwie Kernkraft gefährlich und habt ihr bei Tschernobyl geschlafen und so. Also sozusagen durch die Familien und durch auch Freundeskreise durch. Und jetzt ist natürlich auch so, in Hongkong kann man einerseits die Hongkong-Fernsehsender schauen, man kann aber auch das chinesische Fernsehen gucken. Und da sind dann immer so die ganz klassischen Situationen, die man ja so kennt.
Ne, der eine Sender sagt, ja, hier gab's einen Protester, der hat irgendwie einem Polizisten fast die Hand, den Finger abgebissen, als der Protester festgenommen worden ist. Ja, das stimmte zwar. Der andere Sender hat dann aber noch die 5 Sekunden vorher gezeigt, als der Polizist versucht hat, dem Protestierenden halt die Augen auszudrücken beim Festnehmen. Ne, da merkt man schon wieder, okay, und so kann man dieses ganze Spielchen, kennt ihr ja auch bei bestimmten Themen, einfach beliebig spielen. Wir hatten jetzt recht. Und das ist so ein bisschen, ne, was wir vorhin gehört haben mit der Fake-News-Frage, wenn die Leute, die das schreiben, glauben, dass das wahr ist, ist es dann Fake News? Ne? Das ist so ein bisschen so eine Frage. Und da ist tatsächlich diese Geschichte sehr, sehr kompliziert geworden. Die einen gucken den Fernsehsender, die anderen gucken den Fernsehsender und die verstehen sich irgendwann nicht mehr. Und innerhalb einer Familie. Das war dann der Punkt, wo die Polizeigewalt in den Demos, die dann auch wöchentlich und teilweise täglich stattgefunden haben, in verschiedenen Orten, Be Water war so immer der Bruce Lee-Spruch, kennt ihr wahrscheinlich, ne? Wenn man Wasser irgendwie, Be Water, my friend, also mal hier auftauchen, mal da auftauchen, sich nicht fangen lassen und flexibel, dynamisch zu sein. Die Polizeigewalt hat dazu genommen und dann hat die Polizei auch angefangen, auf den Demos ohne ID-Kärtchen, also ohne diese Benummerung aufzutreten, und die Visiere zum Beispiel waren dann einseitig verspiegelt. Das heißt, da standen ab dem Moment dann einfach so Robocops in der Straße, was jetzt nicht unbedingt deeskalierend wirkt. Und naja, je stärker diese Repression wird, umso stärker wird natürlich auch die Reaktion. Also teilweise war es so, dass es kleine Demos gab in bestimmten Orten in Hongkong, wo die Protestierenden total unterlegen waren, und dann sind einfach die ganzen Bewohnerinnen und Bewohner der anliegenden Häuser rausgekommen und haben sozusagen die Polizei angeschrien, die sollen sich doch mal hier verschnieseln, das ist hier ihr Geländer und die Protester tun doch nichts und die Polizei soll sich vom Acker machen. Und auf einmal waren es halt irgendwie 5 bis 10 Mal so viele Leute, die da einfach teilweise im Schlafanzug draußen standen und die Polizei angeschrien haben. Und da kann die Polizei natürlich nicht so reagieren, weil, das wissen wir alle, gute Polizeiarbeit basiert irgendwie auf Vertrauen mit den Leuten. Und wenn sozusagen die Anwohnerinnen und Anwohner da sagen, wir wollen nicht, dass ihr uns beschützt, kann die Polizei eben auch nichts machen. Und da gibt es ganz grandiose applaudierende Videos, wo dann einfach die Polizei wieder einsteigt und wegfährt. Und die Protester sagen, ja cool, dankeschön Leute. Also so diese Art von Support gibt es auch. Dann gab es so einen Vorfall. Ja, ich kürze mal ein bisschen ab. Also am 9.7. war es dann so, also im Juli sind wir jetzt. Da hat Carrie Lam, die CEO, also sozusagen die Oberste in Hongkong, gesagt, okay, das Gesetz ist tot, also the bill is dead. Und die Protester meinten, ja, ja, klar, aber dead ist kein juristischer Begriff, wie ich vorhin gesagt habe. Entweder das Gesetz ist sozusagen cancelled oder es ist, nee, cancelled heißt das nicht, das heißt withdrawn, genau, also das Gesetz ist entweder withdrawn, dann ist es weg, oder es ist suspended, dann bleibt es. Aber zu sagen, das Gesetz ist tot, heißt jetzt erstmal nichts. Und wie ihr euch denken könnt, eine humoristische Protestbewegung, auf einmal war dann die Straßen voll mit so Zombie-Plakaten. So, das Gesetz ist tot, ah, und jetzt Night of the Living Law und so, und dann kommt es wieder von den Toten hervor und so weiter. Also war tatsächlich, da ist immer sehr, sehr viel Humor im Spiel, werdet ihr nachher sehen, wenn ich ein paar Bilder zeige. Dann gab es die nächste Wendung Ende Juli, die sogenannten Yuen-Long-Attacks, wo auf einmal Leute in weißen Shirts erschienen sind und die Protestierenden, die da in der Gegend unterwegs waren, einfach verprügelt haben und Leute, die einfach rumstanden, auch verprügelt haben, wo einfach nicht klar war, wer sind die überhaupt, von wem sind die bezahlt. Und das hat Angst und Schrecken in ganz Hongkong dann verbreitet, und weil aber alle Smartphones haben, wurde ziemlich viel aufgenommen. Das heißt, es wurde gesehen, dass bevor die Angriffe anfingen, haben die umgebenden Polizeistationen alle zugemacht. Die Officer, die das gesehen haben, haben sich umgedreht und sind langsam weggelaufen. Später hat man noch gemerkt, dass einige Parlamentarier mit diesen Leuten in den weißen Shirts und Parlamentarier, die so pro-Beijing waren, mit denen halt gequatscht und gelacht haben. Und da hat man schon gemerkt, okay, das ist vielleicht jetzt nicht direkt, aber da gibt es schon so eine gewisse Freundschaft. Und das merkt man auch regelmäßig, dass die Leute, die Protestierenden verprügeln, das kommen jetzt immer mal wieder irgendwelche unbekannten Player, wo manche sagen, das ist so ein bisschen die Mafia, die bezahlt worden ist und so weiter. Wenn die Protestierenden festgenommen werden, dann werden die immer mit Würgegriff und so weiter auf den Boden gepresst, dass die Zähne rausfallen und so weiter. Also tatsächlich, ich mache hier keinen Spaß. Werden die so festgenommen, und wenn diese Prügelleute festgenommen werden, dann können sie noch eine Zigarette rauchen und können sich noch irgendwie was zu trinken holen, bevor es dann nachher abgeht. Also so eigentlich in dem Sinne, so wie man es aus den USA kennt mit dem Rassismus. Ne? Also die weißen Supremacists, die können auch zu McDonald's sich einen Burger ziehen,
Und die linken, ich sage jetzt mal Antifa-Leute oder so weiter, die werden einfach so lange geprügelt, bis sie bewusstlos sind und dann abtransportiert. Also diesen Art von Unterschied gibt es da quasi auch. Dann die Protester sind ja nicht doof, haben dann gesagt, alles klar, dann besetzen wir jetzt halt den Flughafen. Am Flughafen wird weder Tränengas eingesetzt, noch Pfefferspray, noch andere Sachen, die so security-related sind. Und es hat auch ein paar Tage sehr gut funktioniert und das ging dann auch wirklich weltweit und durch die Medien, weil natürlich auch die ganzen Geschäftsleute dann nicht mehr irgendwie ordentlich an ihre Ort und Stelle kommen. Und sie standen aber da, die protestieren und saßen da ganz friedlich und haben auch einfach jede Menge Flyer und Flugblätter und so weiter verteilt, um aufzuklären, worum es hier geht. Am 1.8., Anfang August, gab es dann völlig unabhängig von den Protesten in Hongkong, hat die chinesische Armee ein Propagandavideo veröffentlicht, wo sie Häuserkampf zeigen und haben dann, da sind auch ein paar von den Häuserbewohnern, die da gezeigt werden, sprechen auch Kantonesisch, na hups, so ein Zufall, aber es wurde keine Drohung ausgesprochen, ne? Das ist so ein bisschen so die Art, wie man kommuniziert, dass es langsam reicht. Die offizielle Ansage war aber, die PLA, also die People Liberation Army, also in Anführungsstrichen Befreiungsarmee, sollte nicht in Hongkong eingesetzt werden. Das hat China von Anfang an gesagt und auch da bekräftigt. In der Zeit sind dann auch immer mehr Videos aufgetaucht von Polizisten und Polizistinnen, die undercover, sozusagen aus dem Polizeiwagen kommen, aussehen wie Protester und dann fangen Gewalttaten auszuüben und danach aber auch andere Protestierende festzunehmen, wo im Endeffekt jetzt auch gar nicht mehr klar ist, wer ist denn jetzt eigentlich wer? Die Polizei hat keine Tags, die Leute irgendwie in weißen Shirts verprügeln die Protestierenden. Die Protestierenden sind vielleicht Polizeileute, also ist ziemlich abgefahren, unübersichtlich teilweise. Und dann haben die Protestierenden natürlich auch noch so Gesichtsmasken auf, weil die natürlich wissen, wenn sie es nicht schaffen, wird das ganze Video-Footage irgendwann an China gehen. Und die lassen da mal ihre Biometrie drüber laufen und dann hast du sofort eine Liste mit Leuten, die bei den Protesten dabei waren. Es gibt kein Vermummungsverbot in China, in Hongkong. Dann gab es am 5. August einen Generalstreik. Ganz viele Berufsgruppen haben da mitgemacht, von Gesundheit bis Finance, von irgendwie Plumber bis sonst wo. Das war tatsächlich sehr, sehr interessant, weil man auch da wieder gemerkt hat, wie weitgehend eigentlich die Unterstützung ist, die diese Proteste haben. Ja, dann gab es noch ein paar Sachen. Okay. Und es hat sich dann rauskristallisiert über die Zeit der Proteste, dass es 5 Forderungen gibt, die 5 Demands. Die sind Minimalkonsens. Es gibt noch mehr, die wollen irgendwie gleich den Kapitalismus abschaffen und die anderen sagen, nee, 5 Domains ist schon cool so. Und das erste ist, dieses Auslieferungsabkommen zurückzunehmen, im Juni diese Proteste nicht als Ausschreitung zu bezeichnen, weil dann die Polizei anders zugreifen kann. Die Protestierenden, die verknastet worden sind, das waren dann so 500 bis 1000, dass die wieder freikommen und dass es unabhängige Untersuchungen bezüglich der Polizeigewalt gibt und dass es endlich allgemeines Wahlrecht gibt. Es gab dann wieder Demos danach hin und her und mit einer Menschenkette und so weiter, bis dann am 4.9., also ungefähr vor einem Monat, das Gesetz tatsächlich zurückgenommen worden ist. Und jetzt muss man mal kurz die Pause machen, das heißt, die Protestierenden haben dieses Gesetz tatsächlich gegen China geschafft zu stoppen. Was einfach mega krass ist, meiner Meinung nach. Sie haben natürlich gesagt, ja, too little, too late. Und das Zeichen war einfach so, die Hand an die Scheibe zu legen, das heißt 5 Demands, not one less. Und das war quasi der Punkt, jetzt ist zu spät, jetzt wollen wir den anderen Kram auch. Jetzt wollen wir diese Polizei, ne, so was ich eben gesagt habe, ist tatsächlich sehr interessant. Das heißt, es gibt jetzt, nachdem dieses Gesetz weg ist, weiterhin Demos überall in der Stadt und die Polizei wird immer brutaler. Und jetzt heute Morgen habe ich gelesen, jetzt wurde das erste Mal tatsächlich eine Person in die Brust geschossen mit echten Kugeln, also auch Reporter werden angeschossen mit so Gummigeschossen und so weiter, also da geht alles außer Rand und Band. Und als letzten Punkt in dieser Hinsicht sage ich noch, am Ende September, jetzt vor einer Woche ungefähr, gab es dann so einen Citizens Community Dialog, weil die Führenden in Hongkong jetzt auch langsam gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Sie haben quasi irgendwie ein Viertel von Hongkong gegen sich. Die Straße ist quasi immer im Ausnahmezustand. Alle hassen, also nicht alle, aber sozusagen die Menschen haben ein gewisses Unwohlsein der Polizei gegenüber. China sagt an Hongkong, jetzt räumt mal euren Mist da auf, und die Hongkonger Regierung kann aber nicht einfach so allgemeines Wahlrecht ausrufen oder so weiter. Die können ja nicht einfach auf die Demands eingehen. Also es ist gerade so eine totale schwierige Situation. Und da sind wir jetzt.
So, jetzt noch ein Kommentar vielleicht noch. Die ganze Sache wird sehr viel über Telegram organisiert. Es gibt so ein Messageboard, ein bisschen Reddit. Da wird vorgeschlagen, hey, wollen wir da nicht eine Demo machen? Dann wird gewotet und das, was am meisten Votes hat, gewinnt. Das heißt, es gibt keine Verantwortlichen. Sie nennen es selber Leaderless Movement. Das heißt, 2014, wo diese Studierenden verknackt worden sind, jetzt kann man halt keinen mehr verknacken. Weil du kannst ja nicht sagen, okay, also die alle haben gewotet und dann machen sie das. Und es ist natürlich interessant, weil alle, die diese 5 Demands unterstützen, jetzt nur noch 4, können ja auch beliebig einfach Demos an den Start bringen. Also es ist so ein bisschen so wie irgendwie Extinction Rebellion oder so andere, Fridays for Future oder so, die einfach sagen, das sind unsere Forderungen und wenn ihr die unterstützt, dann macht doch selber. Ne? Oder Bits und Bäume oder so. Okay, das so, dann kommen wir langsam zu Zielgerade, Kulturkampf, das, was ich so überschrieben habe. Was wir da gerade sehen, meiner Meinung nach, ist ein Konflikt von zwei Kulturen. Und zwar meine ich damit nicht irgendwie Hongkong und hier, sondern so eine alte politische Kultur, die so auf zentralisiert, die auf Hierarchien basiert, die so PR als Lösungsstrategie sieht und so weiter, die sozusagen auch sexistisch funktioniert, patriarchal funktioniert und so weiter. Und die anderen, die protestieren, und das ist, glaube ich, in Deutschland genauso, das sind Leute, die sagen, ey, PR ist Bullshit, können wir nicht mal offen reden. Wir lassen uns irgendwie ausreden, wir wollen wirklich eine Lösung finden und wir können die Sachen, die dezentral gehen, auch dezentral machen. Also ihr kennt sicherlich so, können wir vielleicht bei der Q&A noch ein bisschen machen, mal drüber sprechen, ob ihr das anders seht. Aber ich finde, man sieht es auch so in den Interaktionen, wie sozusagen die alte Politik auf diese neuen Bewegungen einfach runterguckt und sagt, naja, ihr wisst ja und ihr seid ja und so weiter, die auch glauben, dass es irgendwie die Wahrheit gibt und nicht darum, dass irgendwie vielleicht Menschen verschiedene Ansichten haben und wir das aushandeln müssen, was mit Respekt zu tun hat und so weiter und auch mit Feminismus und auch mit Antirassismus und so weiter. Das sind alles Sachen, die in der Protestbewegung in Hongkong alle eine Rolle spielen. Und deswegen, ne, also die räumen auch nach ihren Demos den Müll weg und sammeln die Schilder wieder ein und sammeln die Plastikflaschen ein, dass da irgendwie kein, ne, oder sie haben irgendjemand halt vorgeschlagen, lass uns doch so eine coole Aktion mit Luftballons machen und dann meinte wer anders, ey, weißt du, bescheuert, diese Luftballons, die kommen irgendwo runter und dann ist der Hafen dreckig und dann haben sie einfach gesagt, okay, gut, überzeugt, wir machen doch nicht so eine Aktion. Also so eine Art von wirklich sehr schöner, angenehmer Lebendigkeit kann man sich auch mal angucken. Und es ist einfach eine Ansicht, wie man auf die Welt zugeht. Also so eine Art, ne, irgendwie mitmenschlich und irgendwie offenen Herzens und so weiter und wirklich ernsthaft an der Lösung interessiert und nicht an Machterhalt. Ich überzeichne es jetzt ein bisschen. Okay, jetzt einfach noch ein paar Impressionen zum Abschluss. Ne? Das sind so die 5 Demands. Be water, be humble. Das ist dieser Be water, be humble ist so dieser Bruce Lee-Spruch. Lustigerweise hat sich Bruce Lee auf die Seite des Central Governments gestellt, aber egal. Das sind so Lennon Walls. Ich skippe da mal jetzt durch. Das heißt, einfach mit kleinen Post-its wird da an die Wand geschrieben, so Freiheit für Hongkong oder Jiayao oder so, Gaoyao. Also sozusagen Hongkong ergibt Gas, haltet durch und so weiter. Teilweise, wenn man diese Dinger lang geht, läuft man einfach 3 Minuten lang an dieser Wand lang, weil die so riesengroß sind. Und das heißt, die Leute, die auf Arbeit gehen, sehen einfach diese Nachrichten und alle sehen die, da kann man nicht dran vorbeigehen. Die China-Orientierteren, die gehen halt hin und reißen sie wieder ab. Dann kommen nachts die Protester wieder, kleben wieder neue hin. Naja, ihr kennt das Spiel. Das hier ist ein bisschen verpixelt, aber da sieht man, ne, sozusagen krasse Demo und die werden immer als die sozusagen fast schon Terroristinnen genannt. Aber immer, wenn irgendwie Notwagen kommt und so weiter, geht sofort die Schneise auf. Das ganze Ding ist sozusagen in der Hinsicht koordiniert. Das ist Please Mind the Gap, das ist ein Zeichen bei der MTR, also bei der S-Bahn da, was heißt, pass auf, der Abstand zwischen Zug und Bahnsteig und die Situation mit den Mafia-Leuten, die einfach, ne, überall Leute verprügelt haben, das sind halt eben die Thugs und deswegen ist quasi in diesem Stil, Aufkleber sind aufgetaucht, Please Mind the Thug, also nicht Achtung vor der Bahnsteigkante, sondern Achtung vor den Leuten, die irgendwie alle, die euch verprügeln und das kann man dann sozusagen in der Bahn überall verkleben. Es gab auch Schilder, ne? Wie können als Protester, was braucht man alles, woran muss man denken? Also man sieht mittlerweile, die haben also wirklich Sicherheitshelme, Schilder, Wasser, Handtuch und so weiter, was man alles braucht. Okay, das lassen wir mal. Einmal wurde ein Typ verknackt, weil er ein paar Laserpointer mit hatte und da der Spaß daraus, ne, wie so ein Protestmovement, was Herz und Hirn hat, damit umgeht, ne? May the force be with you. Und dann haben alle Laserpointer gekauft und haben dann Laserpointer-Ballett an Hauswänden gemacht und so weiter. Das ist ganz großartig. Oder hier Hong Kong, a new hope. Ne? Also das ist so ein bisschen, also sehr viel Humor im Spiel.
Ne, dream, you don't have to see the whole staircase, just take the first step. Ja, so manchmal so ein paar Sachen. Und ihr kennt das bestimmt von Banksy, ne, wo der Blumenstrauß wirft und hier ist es eben der gelbe Regenschirm. Oder hier, das ist auch Teil, ne, seht ihr, das ist ausgedruckt an einer echten Wand. Das ist so dieses Bild mit diesem La Liberté. Und hier ist es aber eben nicht die französische Flagge, sondern eben diese Hongkong-Flagge, aber nicht rot, sondern schwarz. Es gibt auch wunderschöne Bilder von irgendwie protestierenden Pärchen, die einfach, wenn mal kurz wieder Tränengas Pause ist, einfach Pause machen und einfach sich streicheln und küssen und einfach Menschen sind, die einfach gerade für ihre Freiheit kämpfen. Also sehr schöne künstlerische Verarbeitungen. Das hier ist zum Beispiel Wang Taixin, das ist eine taoistische Göttlichkeit. Da gab es in der Nähe des großen Tempels, das ist einer der größten Tempel in Hongkong, ist ganz cool. Also ein sehr schöner taoistischer Tempel. Da gab es riesige Ausschreitungen mit Tränengas und so weiter, deswegen ist es jetzt eben diese Gottheit ausgerüstet für den Kampf quasi. Oder hier in alter chinesischer Manier. Ja. Nach wie vor ist es in Hongkong so, dass Proteste müssen angemeldet werden, aber religiöse Sachen, so wie zum Beispiel Geld verbrennen, also es gibt so einen bestimmten Brauch, dass so Papiergeld verbrannt wird, das ist okay, das muss man nicht anmelden. Also haben die Protestierenden einfach Papiergeld gedruckt und haben gesagt, nee, wir demonstrieren nicht, wir verbrennen nur Papiergeld, wie das hier üblich ist. Das in der Mitte ist Carrie Lam, also die CEO von Hongkong. Aber wir verbrennen ja nur Geld, wir üben hier unsere religiösen Freiheiten aus. Es gibt auch diese Mooncakes, also auch Bäckereien, die jetzt nicht politisch aktiv sind und sich nicht positionieren wollen. Die hängen keine Banner raus, sondern auf einmal haben sie im Sortiment so eine Kekse, hier Jiayao, ne, Hongkong vorwärts und so weiter. Also die sagen halt, nee, wir sind total neutral, aber wir haben halt Sachen im Angebot, zum Beispiel Kekse mit politischen Slogans drauf, die das Movement unterstützen. So eine Bilder dürfen natürlich auch nicht fehlen. Man sieht sozusagen das Kleine und Niedliche, die Jugend so, aber trotzdem die Entschlossenheit. Oder hier sowas, na, das sind meistens realen Situationen nachempfunden. Oder sowas hier, wo so eine ältere Lady, kann man sich alles online angucken. Also die ganzen Bilder kommen irgendwie aus irgendwelchen Telegram-Kanälen und so weiter, habe ich so ein bisschen zusammengekratzt. So eine alte Frau, die einfach die Polizei anschreit und sagt, was macht ihr, das ist unsere Jugend und sie haben doch Recht und die kämpfen auch für euch. Und die Polizei, nee, sie können ihn durch. Und sie, nee, ihr seid doch aber Idioten, ihr müsst doch mit uns hier stehen und mitdemonstrieren. Es geht doch auch um eure Kinder und so. Also ganz großartige Sachen. Na, oder sowas hier. Gewaltfreier Widerstand heißt natürlich auch, so wie die Polizei gerade agiert, dass man sich um Kugeln fängt. Und das, ich finde, das sind ganz starke Bilder, die dabei entstanden sind. Das ist ein Spruch, der gerade, ne, was ich gesagt habe, wenn man sich übers Recht hinwegsetzt, dass man das eigene Ziel delegitimiert. Und da ist dieser Spruch, ne, if you are neutral to situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Ne, wer neutral ist bei Ungerechtigkeit, der nimmt die Seite der Unterdrücker an. Oder sowas, a woman's place is in the resistance. Ihr kennt Star Wars. Völlig klar. Oder hier die Entwicklung, ne? Hier unten steht Democracy. Ranshan ist das, glaube ich? Nee. Aber egal, also jedenfalls, ne, die Entwicklung durch die Proteste. Das heißt, je stärker der Widerstand ist, umso stärker werden auch die Personen. Ne? Hier ist es dann irgendwie schon kämpferischer und zum Schluss völlig, also so sieht es aktuell aus, völlig klar. Oder noch so ein bisschen, ne, irgendwie, when you're on your knees, give a little encouragement to the people standing. Da geht es eben ein bisschen darum, muss ja nicht jeder vorne mit dabei sein, aber du kannst eben auch Support geben. Also was da, also ich könnte da Stunden drüber sprechen, wie die Leute einfach zum Beispiel Fahrkarten, um zu den Demoplätzen zu kommen. Wenn man mit diesen Kreditkarten oder Okto, also diese sozusagen digitales Kleingeld bezahlt, ist natürlich darauf gespeichert, dass man diesen Weg gefahren ist. Und da merken wir, Datenschutz brauchen, ne, also die nicht zu befürchten haben, brauchen ja auch den Datenschutz nicht. Aber wenn du zu einer Demo gehst und du hast eine Regierung, die gerne wissen würde, wer zu den Demos gegangen ist, dann gibt es auf einmal ein Problem. Und deswegen werden da eben auch teilweise an den Automaten, an den Demoplätzen einfach Einzelfahrkarten von Leuten, die einfach helfen wollen, hingelegt. Die sagen, ich protestiere nicht mit, aber ich helfe mit, indem ich da einfach Fahrkarten hinlege, damit die Protestierenden nach Hause kommen. Das ist ein Vorschlag, ne, einer neuen Flagge. So sieht es dann aus, ne? Wenn man sich so, das ist noch ganz am Anfang, da sieht man das Gesicht dann noch. Oder sowas hier, ne? Finde ich auch immer sehr schön. Also man merkt, dass da sehr viel Liebe auch in dieser Kunst drin steckt. Also es ist eine echte Wand und echt. Und wenn es mal hart hergeht, braucht man auch mal ein Schild. Naja, okay.
Und es ist auch so, Unternehmen, die sich offen aussprechen, also Starbucks wird da von so einer Schnellbäckerei betrieben, das so ein, die sich für China ausgesprochen hat, der kriegt dann halt auch mal eine Menge ab. Ne, das ist das Zeichen mit der Hand, 5 Demands, not less. Das heißt, Leute, die sitzen einfach im Bus oder einer, ich glaube, das ist ja im Bus, fahren gerade vorbei an den Protestierenden, wollen ihr Gesicht nicht zeigen und wollen nicht Teil des Protests sein, aber die Hand heißt, wir unterstützen euch. 5 Forderungen, keine weniger. Ne, so eine Sache. Also man muss, wenn man genau aufpasst, sieht man an allen Ecken und Enden, wie sich sozusagen die gesamte Gesellschaft da gerade unterstützt. Das ist hier vor einer Woche, glaube ich. Jetzt fangen sie an mit diesen Wasserdingern. Blaue Farbe, die man nicht mehr abwaschen kann. Das heißt, wenn danach gesagt wird, an dem Moment, das war keine Demo mehr, sondern eine Ausschreitung und alle, die blau waren, kann man danach halt verknappen. So, jetzt kommen wir zum Ende. Satisfaction with the Hong Kong Police. Es gibt die Police Service Satisfactory Survey, alles super schön und naja, die unabhängigen Umfragen haben ja anderes gesagt. Okay, als Abschluss vielleicht noch ein bisschen ästhetisch, wie das eben aussieht, wenn man von oben guckt und alle haben ihre Schirme dabei und so weiter. Wenn ihr dem folgen wollt, das sind die Hashtags, die so bei Twitter viel verwendet werden. Telegram Podcasts, Guardians of Hong Kong, könnt da reingehen, da sind wesentlich 170.000 Leute oder so. Da machen die auch so Pressekonferenzen und so weiter. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit und dass ihr so lange durchgehalten habt. Oh mein Gott, die Uhr. Danke dir. Gibt es Fragen oder Kommentare dazu? Aha, 3. Du hast es vorher nur an der Seite dann zum Schluss gestreift. Die Weißhemden waren nach meinem Wissenstand Leute von den Triaden, die da angeheuert wurden, die bezahlt wurden. Also es ist die lokale Mafia, genau, die da bezahlt wurde vom Staat, um die Leute auf der Straße zu verprügeln. Das muss man mal festhalten. Mhm, ja. Ja, also ja, sehr richtig. Also die Triaden ist die Bezeichnung für die lokale Hongkong-Mafia, genau. Es ist auch so, ich könnte an allen Ecken nochmal dreimal abbiegen, es ist auch so, es gab auch noch andere, die hatten jetzt nicht unbedingt weiße Hemden an, aber die haben auch Leute verprügelt und komischerweise hatten die dann eben so einen Mandarin-Akzent, wenn sie Kantonesisch gesprochen haben und sind an anderen Stellen dann in so Reisebusse eingestiegen und wieder weggefahren. Also man hat auch beobachten können, dass da auch quasi Leute hingekarrt worden sind, von wem auch immer, die dann da auch Demos gegen die machen. Aber man merkt halt, okay, die sind halt alle bezahlt. Aber naja, okay, aber danke für den Hinweis, das nochmal klarzustellen. Also genau, deswegen Mind the Thug. Okay. Ja, hier vor dir. Cool, ja. Meine Frage betrifft deine Interpretation oder deine Perspektive darauf, dass vor allen Dingen auch vielleicht auch durch die innerfamiliären Konflikte, dass du sagst, es ist ein Kulturkampf zwischen zwei politischen Sozialisationen. Und, aber es geht da doch auch wirklich um ganz ernsthafte Dinge. Und ich glaube, dass das Mainland China sich durchaus herausgefordert fühlt, weil diese zwei Systeme sind, das war wohl die Idee, auf der Zeitachse irgendwie zu vereinen. Ja, ne, aus der westlichen Seite war die Hoffnung, China wird innerhalb von 50 Jahren dann so demokratisch, dass das kein Problem ist. Und umgekehrt, die KP China hat gesagt, wir ändern uns nicht, beziehungsweise wir bleiben gleich und alles ändert sich und wir werden Hongkong über die Zeitachse auch so weit harmonisieren, dass das kein Problem mehr ist. Und jetzt ist dieser Konflikt offen ausgebrochen und ich glaube, das kann man nicht einfach nur mit einem Kulturkampf beschreiben, sondern, und da würde mich jetzt deine Einschätzung interessieren, wo soll das enden? Weil ich bin da sehr, sehr pessimistisch, dass es da einen Kompromiss geben kann. Okay, also erstmal, du hast natürlich, ich stimme dir völlig zu, dass die handfesten Probleme mit Wahlrecht und so weiter, dass das sozusagen nicht nur kulturelle Probleme, sondern auch politische Probleme an der Stelle sind. Das war nur diese kulturellen Fragen, das war nur sozusagen meine Parallele zu Diskussionen, die hier stattfinden. Das heißt also, die Diskurse, die wir hier haben über Politik und so weiter, die kann man da mit den Protestierenden exakt genauso führen. Wie gesagt, von Feminismus über bis hin zu irgendwie Inklusion und so weiter. Also da gab es Diskussionen darüber,
dass Weiße, sag ich jetzt mal, also Expats und so weiter, bei den Demos mitgelaufen sind. Da meinten manche Protester, hey, aber du bist doch gar kein Hongkonger. Und dann meinten die anderen wiederum, hä, warum? Wenn der seit Ewigkeiten hier lebt oder auch nicht und sich hier zu Hause fühlt, warum soll denn anhand der Hautfarbe festgestellt werden, ob jemand ein Hongkonger oder eine Hongkongerin ist oder nicht? Und da sozusagen hat sich diese Art von Diskussionen haben sich sofort entwickelt und dann war klar, ja, okay, ja, stimmt. Also wer halt Hongkong sein oder ihr Zuhause nennt, ist halt Hongkonger oder Hongkongerin. So ist es halt. Und genau deswegen diese Art von Diskursen, darauf wollte ich nur hinaus. Tja, wo das alles enden soll, also das Interessante ist so ein bisschen, also die einfache Antwort ist, ich weiß es natürlich genauso wenig wie irgendwer anders, aber man kann schon sagen, es stecken ja alle mit China unter einer Decke. Also dieses ganze Menschenrechtsgeblubber ist ja alles kompletter Unsinn, weil eigentlich, ich meine, da gibt es Arbeitslager, da gibt es Folterlager, wir wissen, wie mit den Tibetern umgegangen wird, wie in Uyghur und so weiter. Ist alles nur Gewäsch, um irgendwie da wirtschaftlich mitzuhalten oder irgendwie da Geschäfte zu machen. Der Punkt ist, in Hongkong ist es jetzt quasi total opportunistisch, da plötzlich total demokratisch zu sein und da die Widerstände da zu unterstützen, wie es jetzt in den USA gerade der Fall ist. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, weil das alle wissen, und ich sage jetzt mal, ist jetzt eine Anthropomorphisierung, aber so ein schlechtes, diplomatisch gesehen schlechtes Gewissen haben, dass sie alle irgendwie mit China ins Bett gehen, trotzdem das irgendwie so ein autoritärer Staat ist, ist es natürlich jetzt umso besser, sich selber das Gewissen reinzuwaschen, indem man jetzt alles auf Hongkong zentriert und sagt, wir wollen aber, dass da Demokratie ist und so weiter. Das heißt, die Konsequenz ist, dass auch die Augen der Welt, also allen, denen es wirklich um Demokratie geht und allen, die das brauchen für ihre eigene PR-Strategie, tatsächlich Hongkong im Fokus steht. Und China wiederum ist jetzt endlich auf der Weltbühne angekommen, sozusagen auf Augenhöhe. Es sind nicht mehr die im Hinterhof irgendwann zusammenlöten und so weiter, sondern die macht richtig, sozusagen technisch, qualitativ und so weiter, gut gesehen, richtig gute Sachen. Und China will aber auch nicht im Weltansehen wieder die werden, die mit Panzern irgendwie Widerstände niederschlagen. Dieses Bild hat einfach jahrzehntelang gehalten, bis man es vergessen konnte für die ganzen wirtschaftlichen Vorteile. Hat lange gehalten und da will man auch nicht wieder hin. Also das ist jetzt so meine Interpretation. Das sagt das Politbüro sagt jetzt nicht offen, naja, das ist jetzt unsere Abwägung. Das heißt, ich verstehe den Pessimismus, aber die Chance besteht gerade darin, dass in Hongkong sich gerade dieser Konflikt zwischen Ost und West, sage ich mal, oder zwischen, es ist noch nicht mal Ost, es stimmt noch nicht mal Ost und West, weil es auch sehr viele von Mainland-Chinesen und Chinesinnen gab, die Unterstützung für die Hongkong-Proteste ausgedrückt haben. Die haben halt ihren Perso abfotografiert und haben sozusagen ihr Gesicht und ihre Nummer zugehalten und haben das geschickt, so von wegen, wir sind auf eurer Seite. Also sozusagen die Unterstützung ist es nicht mal zwischen Hongkong und Mainland, so, sondern so. Dass sozusagen, weil der Fokus so auf Hongkong ist, glaube ich, sind die Chancen zumindest nicht null, dass tatsächlich dieses One Country, Two System vielleicht als super krasse Sonderkonstruktion vielleicht sogar länger Bestand hat. Es ist eine totale Pattsituation, weil damit China sich Schwäche eingestehen würde. Und das passt nicht ins Selbstbild. Die haben ja schon total Party gemacht, als die Protester mal irgendwie dieses China-Emblem schwarz gefärbt haben. Das war gleich ein Angriff auf die nationale Souveränität. Da merkt man mal, wie fragil so ein Ego sein kann. Deswegen ist es so eine Situation. Aber gerade durch diesen Fokus, dass alle drauf gucken und das ist das, was diese Diskussion gerade am Laufen hält und meiner Meinung nach noch eine Möglichkeit lässt, da tatsächlich so wie eine Enklave, in der diese Regeln auch weiterhin gelten werden, zu schaffen. Das ist meine Hoffnung, aber ich finde, es ist auch nicht unwahrscheinlich. Sorry, war jetzt vielleicht eine sehr lange Antwort. Ich habe noch eine Frage, die sich vielleicht kürzer beantworten lässt. Und zwar, du hast... nee, das ist gar nicht so gemeint gewesen, nur falls du dir Sorgen machst. Okay. Du hast ja kurz das Thema Datenschutz angerissen. Ja. Und könntest du vielleicht nochmal schnell drauf eingehen, auf das Thema Gesichtserkennung und was da die Befürchtungen sind und welche anderen Beispiele es noch gibt, wo dort in Hongkong der mangelnde Datenschutz Probleme für die Demonstrierenden darstellt? Gesichtserkennung. Also erstens, es gibt noch keine, soweit ich weiß, noch keine flächendeckende biometrische Gesichtserkennung in Hongkong. Es war aber gerade in Diskussion, bevor die Proteste anfingen.
Am Eingang zu den Demos, also ich habe auch noch eine zu Hause liegen, dann geben die auch direkt Gesichtsmasken aus, um sozusagen da sozusagen, dass sich alle schützen können, die sich schützen wollen. Und man, es gibt Triumph-Videos online, wo man sieht, dass da so eine Videoüberwachungstürme auch von den Protestierenden irgendwie umgerissen worden sind und so weiter. Also das ist genau, das ist sozusagen dieser Aspekt. Moment, aber was war die Frage genau mit der Gesichtserkennung? Die Befürchtung ist, dass diese Bilder irgendwo bleiben. Und dann, wenn sozusagen das chinesische Rechtssystem dann komplett über Hongkong gekommen ist, die alle ausgewertet werden und dann nachträglich die Leute sozusagen gesammelt und verknackt werden. Kann vielleicht auch heute schon passieren, aber sozusagen die Befürchtung ist natürlich, es muss ja noch nicht mal kriminelle Folgen haben, es reicht ja, wenn dein Arbeitgeber, also in Hongkong gibt es keinerlei Arbeitnehmerschutz, ne, kapitalistisches Freiheitsparadies, es reicht ja, wenn dein Boss nicht will, dass du irgendwie auf dem Protest warst oder du hast gesagt, du bist krank oder sonst was, und dann werden diese Gesichter erkannt und so weiter. Also das geht einfach genau darum, dass nicht klar ist, was mit den Bildern passiert, im schlimmsten Fall der Staat. Und es ist tatsächlich auch so, manchmal habe ich ein bisschen wie auf der Demo, wie auf dem Kongress gefühlt, da werden einfach auch Schilder hochgehalten, please no photos, ne? So als Schutz für uns und für andere, macht keine Fotos. Wir haben hier ein Dokumentationsteam, die hatten auch Drohnen von den Protestierenden, aber selber macht keine Fotos, weil wir können, also ihr wisst auch selber nicht alle, wie eure Clouds eingestellt sind, wo das hingeht, vielleicht habt ihr noch, was weiß ich, ne, irgendwelche Waysing, also WeChat, vielleicht habt ihr irgendwie WeChat so eingestellt oder was weiß ich, ne? Also lieber keine Fotos zu machen als Schutz und das als auf Pappschildern an die Wand gesprayt, Leute, die mit Megafonen rumlaufen und sagen, macht keine Fotos voneinander, macht keine Fotos von den Protesten und so weiter zum Schutz von uns allen. Der zweite Punkt ist mit dem, die Sachen, die datenschutzmäßig sehr, sehr fraglich oder sehr, sehr problematisch sind. Also erst natürlich Mobiltelefone. Also die Provider wissen ja alle, wer auf den Protesten sind. Sie wissen ja, wer in den entsprechenden Signalmasten angemeldet sind. Dann diese Kleingeldkarte, wenn man zur Zeit der Proteste sich da, was weiß ich, ein Wasser gekauft hat oder so weiter oder mit der Bahn gefahren hat oder so weiter. Das sind ja alles Spuren, die völlig dafür sorgen, zu wissen, wer da wo um wie viel Uhr an welcher Stelle gewesen ist und wer dann wiederkam und so weiter. Das sind so Geschichten, die da eine wesentliche Rolle spielen, datenschutztechnisch. Ich weiß gar nicht, ob das... das sind eigentlich so die hauptsächlichen zwei Sachen, die mir jetzt so einfallen. Und es ist tatsächlich auch so, dass diese Daten, die man mit diesem elektronischen Kleingeld, die wurden auch schon ein paar Mal verkauft und verloren und dann war die nicht abgesichert und so weiter. Aber es gibt halt keine starken Datenschutzvorschriften. Deswegen wird das aus der Portokasse bezahlt. Und dann geht alles weiter wie vorher. Aber die wissen das und deswegen wird jetzt ganz viel mit Bargeld bezahlt und mit diesen Einzelfahrtickets und so weiter. War das ungefähr eine Antwort? Ja, okay, genau. Cool. Hi, danke für deinen Vortrag hier. Ah, super. Zu den 5 Forderungen, also die 4, die jetzt noch übrig sind, da betreffen ja 3 dieses Polizeiverhalten. Das kann ja die Hongkonger Regierung so aus eigener Initiative umsetzen. Ja. Aber die 5. Forderung nach dem universellen Wahlrecht, soweit ich weiß, ist das ja als Ziel festgeschrieben in dem Basic Law. Aber muss da die chinesische Regierung, also die Zentralregierung, selber doch aktiv werden? Oder könnte das die Hongkonger Regierung aus eigener Initiative umsetzen und dann gegebenenfalls so Fakten schaffen, mit denen dann die chinesische Zentralregierung umgehen muss? Ich glaube, das ist eine sehr komplexe rechtliche Fragestellung, die ich jetzt als Nicht-Jurist, glaube ich, nicht vollumfänglich beantworten kann. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Unabhängigkeit Hongkongs basiert auf einem Gesetz, was in China gilt. Das heißt, das können die gerne machen, aber dann sagt die Zentralregierung, ja, passt uns nicht, wir nehmen das Gesetz zurück, dass das rausgenommen wird. Das heißt also, dass Hongkong diesen Status hat, ist gerade komplett die Gnade von China quasi, sich daran zu halten, an dieses Sino-British Joint Declaration. Da gibt es auch gerade Diskussionen, habe ich in Foren gelesen, wo ich aber dann irgendwann abgeschaltet habe, ob die Briten klagen könnten,
dass die Chinesen diesen völkerrechtlichen Vertrag noch nicht entsprechend umgesetzt haben, weil da drin ja angelegt war, dass da universelles Wahlrecht, also wie heißt es, allgemeines Wahlrecht stattfinden müsste. Die Briten haben jetzt, wie wir vielleicht wissen, gerade andere Probleme. Schlechte Frisuren. Genau, Boris Johnson will save Hong Kong, da habe ich ein T-Shirt von. Nee, das heißt, die Frage wäre sozusagen, die einzigen, die da was machen können, wären, wenn die Briten China verklagen würden, dass sie doch Hongkong schlecht behandeln sozusagen. Und das ist, glaube ich, ich glaube, ganz viel hat weniger mit rechtlichen als mit diplomatischen Fingerspitzengefühlsaktivitäten zu tun, dass alle Seiten bei diesem Spiel halt ihr Gesicht nicht verlieren, weil das so das Hauptding ist. Die chinesische Zentralregierung ist ganz viel auf sozusagen Kontrolle, selbst wenn ihnen Hongkong egal ist. Die Strategie gerade ist ja in bestimmten Hinsichten, zum Beispiel in Bezug auf Finanzumschlagplatz irgendwie Shanghai aufzubauen, sodass einfach Hongkong irgendwann in die Bedeutungslosigkeit versinkt. Aber es geht gar nicht darum, ob Hongkong wichtig ist oder nicht, sondern es geht darum, dass symbolisch man keinen Schritt zurückweichen darf als Zentralregierung, die mächtig ist und die groß ist und die, ne, irgendwie sonst was für Ambitionen hat. Und deswegen glaube ich, wenn sie das einfach mal so machen würden, dann wäre der Backlash ziemlich schnell und ziemlich groß und das würden die sich auch nicht trauen. Was man überhaupt machen kann, ist da vielleicht irgendwelche, im Moment ist es, ne, Hälfte-Hälfte, das vielleicht mal zu zwei Dritteln zu machen und dafür andere Geständnisse einzugehen und dann vielleicht in Verbindung mit anderen Handelsfragen oder so da zu gucken, vielleicht noch weitere Beschränkungen einzuziehen, was die CEO darf oder nicht darf, und dafür dann aber das zu machen, um sozusagen China weitere Garantien zu geben. Irgendwie in die Richtung könnte ich es mir vorstellen, dass es irgendwie diplomatisch funktionieren kann. Ich würde es, glaube ich, ungern verhandeln. Aber ich glaube, dass es Hongkong ist China und deswegen können die sich nicht gegen China durchsetzen. Wenn niemand noch was zu sagen hat, dann würde sich der netzpolitische Abend jetzt dem Ende widmen. Sind alle damit einverstanden? Okay. Dann vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und krasse Bilder. Das ganze Netz ist voll. So, aber bevor wir jetzt endgültig Schluss machen, gibt es noch unseren berühmten Spendenaufruf. Wir können nämlich gar nicht oft genug betonen, wie sehr sich die digitale Gesellschaft über Spenden freut oder auch einfach Fördermitglieder. Alles dazu gibt es auf unserer Website ganz einfach zu finden, wenn man da oben auf Fördermitglieder werden oder Spenden drückt. Genau, dann ist das jetzt gesagt und der nächste netzpolitische Abend, der 87. findet am 5.11. statt. Wir hoffen, dass ihr auch alle wieder so zahlreich erscheint. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend euch noch.